Ja, und damit ganz, ganz herzlich willkommen zur VfA-Debattentour, die 6. Station hier in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle. Ich sage ein herzliches Willkommen an Sie hier im Casino der Jahrhunderthalle, aber ein ebenso herzliches Willkommen natürlich an alle, die uns vor den Bildschirmen verfolgen. Wer schon bei einer anderen Station dabei war, der weiß das, dass ich Sie jetzt gleich zu Beginn auffordere, Ihr Handy in die Hand zu nehmen. Und zwar nicht, um es auszuschalten, sondern weil wir interessiert sind an Ihrer Meinung zu einer Frage, die ich Ihnen gleich stelle. Also bitte das Handy aus der Tasche holen oder auch die vor den Bildschirmen das Handy bitte in die Hand nehmen. Wir haben nämlich wieder eine Menti-Umfrage und da gehen Sie bitte zunächst auf die Seite www.menti.com. Dann gibt es einen Code, den Sie eingeben müssen. Das ist die 773591 87. Ich wiederhole den Code nochmal, 773591 87. Und die Frage, die uns hier und heute interessiert, ist, welches Thema ist denn für Sie bei der Wahl aktuell am wichtigsten? Ist es die Pandemiebekämpfung? Ist es der Bürokratieabbau? Ist es die Klimawende? Oder aber der Wirtschaftsstandort Deutschland, beziehungsweise dieses Oder, das müssen Sie gar nicht ernst nehmen, denn Sie können auch mehrfach ankreuzen sozusagen oder antippen. Also ich wiederhole nochmal die Frage, welches Thema ist für Sie bei der Wahl am wichtigsten? Ist es die Pandemiebekämpfung? Ist es der Bürokratieabbau? Ist es die Klimawende und oder der Wirtschaftsstandort Deutschland? Ja, und hier zeichnet sich jetzt mal so ein erstes Bild ab. Wirtschaftsstandort und Klimawende liegen eng beieinander. Eben war es sogar noch gleich auf. Jetzt gewinnt der Wirtschaftsstandort ein bisschen. Bürokratieabbau ist eher sozusagen auf der letzten Position, aber dicht gefolgt von Pandemiebekämpfung. Finde ich ganz interessant. Bei der Pandemiebekämpfung ist offensichtlich doch der Eindruck entstanden, das läuft so ganz gut. Und jetzt geht eben nochmal der Wirtschaftsstandort leicht nach oben. Dann eben die Klimawende, Pandemiebekämpfung und Bürokratieabbau jetzt gleich auf. Damit würde ich sagen, machen wir weiter hier unter der Überschrift Schlüsselindustrie Pharma. Wie können denn die Rahmenbedingungen für die Pharmaindustrie optimiert werden? Und ich freue mich sehr, dass wir zu Beginn wieder einen Impulsvortrag haben und begrüße ganz herzlich Olaf Wepner von AbbVie. Das ist ein globales und forschendes Biopharmaunternehmen, wenn ich es richtig weiß, an 75 Standorten weltweit vertreten, aber auch einen hier ganz in der Nähe in Wiesbaden und dann noch ein Forschungs- und Produktionsstandort in Ludwigshafen. Wir sind sehr gespannt, Herr Wepner, auf Ihren Impuls. Ja. Herzlichen Dank, Frau Elis. Sehr geehrter Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Meister, sehr geehrter Abgeordneter Barthol und Brandenburg und sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute kurz vor der Bundestagswahl am 26. September die Gelegenheit habe, über die zentralen Herausforderungen der Branche und unsere Erwartungen an die zukünftige Bundesregierung zu sprechen. Die vergangenen Monate haben, denke ich, eindeutig gezeigt, was die Gesundheitswirtschaft und insbesondere die forschende Pharmaindustrie in kürzester Zeit zu leisten vermag. Sie hat unter Beweis gestellt, wie hoch ihr gesellschaftlicher Beitrag und Nutzen ist. Die Branche hat geschafft, was wohl die wenigsten zu hoffen gewagt haben. Sie hat in nur wenigen Monaten äußerst wirksame Impfstoffe gegen Covid-19 entwickelt, produziert und weltweit zur Verfügung stellen können. Die forschenden Pharmaunternehmen haben es geschafft, dass es 2021 bereits Produktionskapazitäten von 10 Milliarden Dosen gibt. Im nächsten Jahr werden es Kapazitäten von mehr als 20 Milliarden Dosen sein, bei wohlgemerkt 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist eine enorme Leistung. Und ich muss sagen, es erfüllt mich mit Freude und Stolz, dass dies unsere Bilanz als forschende Pharmaunternehmen ist. Insbesondere, weil auch Deutschland hier einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Wir sehen nun, wie wichtig eine leistungsfähige und verlässliche
Arzneimittelforschung und Herstellung in Deutschland sind. Weshalb dieses Thema uns alle über die Bundestagswahl hinaus beschäftigen sollte. Denn es gibt konkreten politischen Handlungsbedarf. Lassen Sie mich deshalb bitte auf drei wesentliche Punkte eingehen. Die Nutzung von gesundheitsrelevanten Daten ist ein zentraler Schlüssel für den zukünftigen medizinischen Fortschritt und die Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Deutschland und in Europa. Die bereits beschlossenen Schritte mit der elektronischen Gesundheitsakte und ihrer Daten bieten die Chance, wertvolle Evidenz zu schaffen. Diese Daten in anonymisierter und pseudonymisierter Form böten auch der forschenden Pharmaindustrie einen riesigen Mehrwert. Zum Beispiel bei der Entwicklung von Biomarkern für innovative, personalisierte Therapien oder beim Nachweis vom Nutzen neuer Medikamente. Wir als private Forschung brauchen deshalb die Option, einen Antrag auf anonymisierte und pseudonymisierte Daten beim Forschungsdatenzentrum stellen zu können. Und wenn es noch einen Beleg braucht, was die Nutzung solcher Daten ermöglichen kann, dann schauen wir nach Israel jüngst bei der Verwendung dieser Daten bei der Corona-Bekämpfung. Darauf aufbauend möchte ich einen weiteren wichtigen Aspekt erörtern: die Förderung der Biotechnologie in Deutschland und Europa. Wer Zukunft denkt, muss Biotechnologie fördern. Die Biotechnologie hat nun in der Covid-19-Pandemie eindrücklich mit den neuen mRNA-Impfstoffen gezeigt, wozu sie in der Lage ist und welchen Nutzen diese medizinische Zukunftstechnologie hat. Und sie bietet auch bei Krebs, Diabetes, Multiple Sklerose vielversprechende Therapieoptionen. 30% des Marktes machen biotechnologisch hergestellte Medikamente derzeit schon aus. Deutschland galt dabei als Pionier in diesem Bereich. Aber die Zahl der Firmenneugründungen stagniert. Wir treten auf der Stelle. Deutlich ist der Abstand zu den USA und Großbritannien. Wenn wir beispielsweise auf Größe, Umsatz und Produktanzahl schauen, und auch bei den Produktionskapazitäten fällt Deutschland zurück. Jahrelang Vize-Weltmeister hinter den USA, nun mittlerweile nur noch Dritter hinter den USA und Südkorea. Trend weiter fallend. Eine Ursache hierfür kann man in der Tendenz erkennen, den Biotechnologiemarkt zunehmend überzureglementieren und vermehrt preisgetrieben zu agieren. Dies droht der Branche in Deutschland und in Europa die Luft abzudrehen, was letztendlich nicht nur zum Verlust von wichtigen Wirtschaftsstrukturen, sondern auch von Arbeitsplätzen und zu Problemen bei der Versorgung von Medikamenten führen kann. Bei den Generika haben wir gesehen, wohin ein darwinistisches Marktsystem führen kann, welches nur auf günstigsten Preis achtet. Heimische Strukturen können diesem Konkurrenzdruck auf Dauer nicht standhalten. Das Bundesministerium für Wirtschaft hat am 1. September die aktuellen Daten der gesundheitswirtschaftlichen Gesamtrechnung für das Jahr 2020 vorgestellt. Mit ihr wird der Beitrag der Gesundheitswirtschaft zur Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland gemessen. Auch in 2020 zeigt sich wieder die beeindruckende Leistungskraft der Gesundheitswirtschaft. Im Jahr 2020 betrug die Bruttowertschöpfung der Gesundheitswirtschaft 364,5 Milliarden Euro. Das entspricht 12,1% der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland. Aber wir sehen, dass Corona auch die Gesundheitswirtschaft getroffen hat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bruttowertschöpfung in der industriellen Gesundheitswirtschaft, also bei der Produktion von Arzneimitteln, Medizintechnik und Medizinprodukten und deren Handel, stark zurückgegangen. Nämlich um 9% gegenüber dem Vorjahr. Die absolute Wertschöpfung lag daher zuletzt etwa auf dem Niveau von 2016. Der aktuelle Rückgang der Wertschöpfung in der Gesundheitswirtschaft kann sicherlich zu großen Teilen mit den Auswirkungen der Pandemie erklärt werden. Allerdings ist ein Teil des Rückgangs auch hausgemacht. Überbordende europäische Regulierung in der Medizintechnik, ein Rückgang bei der Zahl klinischer Studien und Abwanderung von Forschungsinvestitionen in der Biotechnologie sind Alarmsignale, die von der Politik ernst genommen werden sollten. Gleichzeitig hat die Reaktion auf die Corona-Krise gezeigt,
das Genehmigungs- und Zulassungsverfahren ohne Sicherheitseinbußen durchaus erheblich beschleunigt werden können. Hier gilt es, Lehren für die Zukunft zu ziehen und gute und zukunftsgerichtete Rahmenbedingungen zu schaffen. So auch beim geistigen Eigentum. Damit wäre ich beim dritten Aspekt angekommen, dem Wert und dem Schutz des geistigen Eigentums. Aktuell wird darüber diskutiert, den Patentschutz zu lockern. Die WTO überlegte, ihn für Covid-19-Impfstoffe auszusetzen. Die EU bei Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen und spezielle Kinderarzneien. Und auch deutsche Politikerinnen und Politiker griffen die Debatte auf und forderten mitunter die Freigabe des Patentschutzes. Es wird Sie nicht verwundern. Unsere Branchenmeinung ist hier glasklar. Finger weg von der Lockerung des Patentschutzes. Medizinischer Fortschritt und Innovation sind genau auf diesen Schutz angewiesen. Wer die Axt an den Schutz des geistigen Eigentums anlegt, gefährdet dringend benötigte Neuentwicklungen und Forschungsanstrengungen. Er gefährdet die Attraktivität des Standorts und somit den Wohlstand des Landes. Schon in der nächsten Covid-Welle könnten neue, angepasste Impfstoffe nötig werden. Und bei der nächsten Pandemie sowieso. Um sie zu finden, braucht es viel Pioniergeist, Risikobewusstsein und dieser könnte versiegen ohne Patentschutz. Im September wird also nun eine neue Bundesregierung gewählt. Keiner weiß zum jetzigen Zeitpunkt, wie sich der neue Bundestag dann zusammensetzen wird. Sie alle, die heute hier diskutieren, eint aber, dass Sie an unterschiedlichen Stellen weiterhin politisch wirken wollen und werden. Wenn ich die Aussagen der hier vertretenen Parteien richtig deute, setzen alle auf die forschende Pharmaindustrie als wichtige Zukunftsbranche in Deutschland. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wozu der Pharmastandort Deutschland fähig ist. Wenn alle Signale auf grün gestellt werden, aus diesem Momentum müssen wir jetzt alle gemeinsam etwas machen. Wir brauchen dazu aber Rückenwind aus der Politik. Denn der internationale Wettbewerb wird immer härter. Neben dem Schwergewicht USA sehen wir auch Chinas Kräfte wachsen. Schon bald gilt es aus Programmen konkretes Regierungshandeln zu machen. Für unsere Branche kann ich sagen, wir wollen kein Geld von der Politik, sondern einen international wettbewerbsfähigen Regulierungsrahmen. Wir freuen uns darauf, Deutschland gemeinsam weiter nach vorne zu bringen und wünschen Ihnen bei Ihrer nicht immer leichten Arbeit gutes Gelingen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Wepner, für diese Impulse und die greifen wir natürlich jetzt in der folgenden Diskussion auf und ich stelle Ihnen zunächst mal die vier Diskutanten vor und bitte Sie dann jeweils nach vorn zu kommen. Zum einen Dr. Michael Meister, er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sören Barthol, Bundestagsabgeordneter der SPD und stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ein herzliches Willkommen auch an Sie. Wir freuen uns auch, dass er sich Zeit nimmt für uns, Tarek Al-Wazir. Er ist hessischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident und von Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen. Und last but not least Mario Brandenburg, Bundestagsabgeordneter der FDP und Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Herzlich willkommen. Ja, meine Herren, kann ich ja heute sagen. Wir haben es gerade gehört. Die Pharmaindustrie war mal Pionier in Deutschland. Jetzt stagniert sie, fällt sogar zurück. Die Rahmenbedingungen sollten sich verbessern. Jetzt sehe ich schon, dass Herr Al-Wazir mit dem Kopf schüttelt. Also welchen Rückenwind würden Sie der Pharmaindustrie geben, wenn in reichlich 2 Wochen Sie sozusagen ernsthaft an die Regierung denken dürfen? Also ich muss vielleicht mal erklären, warum ich den Kopf geschüttelt habe. weil mir geht es manchmal so, wenn ich das mal so auch aus dem Maschinenraum der Pandemiebekämpfung berichten darf, dass mir in Deutschland die Laune oft ein wenig zu schlecht ist. Ganz offen gesprochen, erinnern Sie sich mal an den Anfang des Jahres und alle sagten, nehmt euch ein Beispiel an den USA und Israel und so weiter. Und
sagen, obwohl ich mit unserer Impfquote in Deutschland unzufrieden bin, stelle ich mal fest, wir haben jetzt eine bessere als in den USA und in Israel, aber das haben Sie noch nirgendwo gelesen. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch neu. Ich finde einfach sozusagen an dieser Stelle dieses, wir fallen immer zurück und alles ist schlecht und so weiter. Diese Unzufriedenheit hat ja auch was Positives, weil in Deutschland sind ja viele Leute immer deshalb unzufrieden, deswegen wird auch weiter geforscht und versucht es zu verbessern, deswegen sind die Produkte dann so gut. Deswegen habe ich den Kopf geschüttelt. Das vielleicht nur zur Herr Erklärung. Al-Wazir, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Herr Wepner unbedingt schlechte Laune hat. So habe ich ihn jedenfalls noch nicht kennengelernt. Sondern ich glaube, was er sagen wollte, ist, dass die Pharmaindustrie schon sehr leistungsfähig ist, auch in so einer Corona-Krise. Aber trotzdem darf man daraus nicht schließen, dass alles in Butter ist und nichts mehr getan werden muss. Also frage ich mal die anderen. Welche Rahmenbedingungen würden Sie auf jeden Fall verbessern, wenn Sie mit in die Regierung kommen? Also bei Ihrer Frage, Frau Ellis, muss man immer aufpassen, wenn man jetzt nur über die Veränderungen spricht, erwähnt man nicht den Status quo und da teile ich das, was Herr Al-Wazir gesagt hat. Also wenn man allein sich mal klar macht, dass es uns gelungen ist, in weniger als einem Jahr in Deutschland einen Impfstoff gegen Covid bereitzustellen, dass es uns gelungen ist, in weniger als 4 Wochen den PCR-Test bereitzustellen, dann zeigt es aus meiner Sicht, dass der Standort hier leistungsfähig ist und zwar im Verbund Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Industrie. Und das sollte man vielleicht mal sagen, wenn man jetzt über die Frage redet, was muss sich denn ändern, wo müssen wir hin? Also ich glaube, wir gehen von einem guten Startpunkt aus. Das ist der erste Feststellung. Zweitens, ich glaube, wir sollten aus der Pandemie lernen, für Pandemiezeiten, aber auch für Zeiten, wo wir nicht Pandemie haben. Und ich glaube, das muss man deutlich unterscheiden, wenn man über Pharma spricht. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Ich mache mal das Beispiel Antibiotika. Da müssen wir eigentlich forschen, entwickeln, aber nicht, um das in den Markt zu bringen, sondern um es in Reserve zu haben. Mhm. Und ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn Industrie und Forschung auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite zusammenarbeiten. Denn niemand wird Forschung betreiben, um es mal irgendwo im Safe einzuschließen und zu sagen, ich habe die Absicht, viel Geld zu investieren, um dann damit kein Geld zu verdienen. Also ich glaube, an der Stelle gibt es die Notwendigkeit, sich abzustimmen, um sowas zu bevorraten. Zweitens, wir müssen internationaler werden. Mhm. Also die Diskussion, die hier aufgemacht worden ist, ist ja Deutschland im Verhältnis zur Welt. Ich glaube, wir sollten sagen, Deutschland als starker Teil in Europa. Und dann sollten wir versuchen, durch Vernetzung in Europa uns so aufzustellen, dass wir einen Pharma-Standort Europa positionieren, wo wir aber eine starke Rolle beispielen. Mhm. Und die letzte Bemerkung zu Ihrer Eingangsfrage. Ich glaube, wir haben nicht unbedingt das Problem in der Grundlagenforschung, das ist immer exzellent, aber wir haben das Problem, wie bringen wir die starke Grundlagenforschung wirklich zu Wirkstoffen, zur Anwendung, zur Medikation, zu Therapeutika. Und an der Stelle gibt es, glaube ich, deutlich Potenzial, besser zu werden, nämlich wie kriegen wir diese Kette aus der Grundlagenforschung zu den Therapeutika schneller gehoben. Werden wir alles noch ein bisschen vertiefen, Herr Bartol und Herr Brandenburg, noch für die erste Runde sozusagen. Ja, vielen Dank. Kollege hat ja schon viel gesagt. Ich glaube, die Parteien hier vorne sind einig, dass wir mehr Geld aktivieren wollen für Forschung und Entwicklung. Ich glaube auch, das ganze Thema Grundlagenforschung, was von vielen ja immer belächelt wird, als da kommt nichts raus etc. Man hat jetzt in der Krise gesehen, wie wichtig diese Grundlagenforschung ist, weil ohne diese Grundlagenforschung wären wir gar nicht so weit gekommen. Und ich glaube, man kann auch stolz sein auf das, was hier passiert ist. Das ist natürlich in den Unternehmen passiert, das ist ja nicht hier vorne passiert. Sondern das ist in den Unternehmen geführt. Aber es hat natürlich auch was mit den Rahmenbedingungen zu tun. Und ich als jemand, der aus Marburg kommt, weiß auch, wie wahnsinnig schnell auch dort Verwaltung, Unternehmen auch Hand in Hand gearbeitet haben, um nach vorne zu kommen. Ich glaube, wir müssen sozusagen das Ganze jetzt nutzen. Wir müssen uns Lieferketten anschauen. Ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, wo waren wir während der Pandemie verletzlich, wo haben Dinge auch nicht geklappt. Und ich habe auch keine Lust in diesen Kategorien, da will jetzt einer die Staatswirtschaft ausrufen. Darum geht es gar nicht. Sondern ich glaube, wir müssen gucken, dass wir, wenn eine Pandemie nochmal über uns kommt, wir sagen ja immer, wir wollen auch lernen aus Dingen, dass wir dann die Fehler, die wir vielleicht auch gemacht haben oder das, was nicht gut geklappt hat, auch wirklich analysieren. Wir müssen uns auch anschauen, wie wir mit Daten umgehen. Das ist ja in allen Bereichen. Ich meine, Daten genau, wichtiges Thema kommt gleich. Ja? Mhm. Das ist aber ein wichtiger Punkt und damit gebe ich mal an Herrn Brandenburg. Ich habe es verstanden. Super.
Also natürlich ist hier nicht alles schlecht und das, trotzdem muss, wenn man von lang einem Vizeplatz auf den dritten abrutscht, man sich darüber Gedanken machen. Und ich will den Punkt der Lieferketten, der kam mir nämlich etwas spät, den muss man schon noch aufgreifen. Ich glaube, das ist nämlich die politische Aufgabe auch zu definieren, was wollen wir denn hier haben, ohne irgendwie dadurch nationalistische Tendenzen zu bekommen oder irgendwie protektionistische Tendenzen. Aber es ist nun mal eine Branche, die relevant ist für die Gesundheitsversorgung und da muss dann schon nicht erst in einer Pandemie drüber nachgedacht werden, ab wann bin ich denn an der Wirkstoffseite jetzt auf einmal verwundbar, wo sind es denn jetzt die Masken. Also da können wir deutlich besser werden, das ist die eine Sache. Die nächste ist die des Talents, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch hin. Im Moment sieht das auch noch alles gut aus, nur wir wissen, das ist alles High-Risk-Forschung, dann muss es eigentlich auch High-Return geben und auch da sehen wir, dass eine gewisse Konkurrenzfähigkeit fehlt. Also wenn es dann um Thema der Mitarbeiterbeteiligung geht und sonstige Dinge, es ist dann halt schwierig, in der Endausprägung Geld in den Markt zu kriegen und es hat uns ja nicht irgendein sozialistisches Regime überholt, es haben uns eben andere Marktwirtschaften überholt. Und denen fällt es dann leichter, Geld zu bündeln und zu hebeln. Deswegen müssen wir da auch so über Dinge wie Dachfonds sprechen, weil das sind die Punkte, an denen wir verlieren. Nicht, dass der Markt schlecht ist oder die Akteure im Markt schlecht. Das ist dann halt am Ende der Punkt, wo es in der Spitze etwas eng wird, wenn es wie bisher etwas behäbig, etwas kleinteilig ist. Jetzt haben Sie alle schon sehr wichtige Themen genannt. Die werden wir jetzt auch noch mal vertiefen, weil sie einfach auch sehr komplex sind und zum Teil ja auch ineinander übergehen. Und das wichtige Stichwort ist sicherlich auch die Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt fange ich mal an mit diesem großen Thema Datenschutz und Umgang mit Daten, Nutzen von Daten. Also gerade in der Corona-Pandemie haben wir ja auch gesehen, dass wir jetzt mit Gesundheitsdaten gearbeitet haben aus Israel und Mexiko. Also das kann doch eigentlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein, oder? Nein, ist es auch nicht. Und wenn ich das mal so sagen darf, ich kann mich noch daran erinnern, auch da wieder, das haben wir jetzt ja alle erlebt, Stichwort Kontaktdaten-Nachverfolgung, was für Debatten es auf einmal gab, ob man das Ganze auch elektronisch macht. Also mir ist es lieber, ich checke mich irgendwo mit meinem Smartphone ein über so eine Luca oder was auch immer App, als dass der Gastwirt 50 Zettel da hat, wo im Zweifel jeder am Nachbartisch auch noch dieselbe Liste bekommt. Manchmal sind wir da auch ein bisschen, sagen wir mal, an falschen Stellen skrupulös mit dem Ergebnis, dass eigentlich es in Anführungszeichen eigentlich schlechter ist als vorher. Aber ich wollte sozusagen eine Sache schon noch sagen, Stichwort zu dem, was vorher war, weil eigentlich habe ich nur erklärt, warum ich mit dem Kopf geschüttelt habe. Also ich sag mal, aus Sicht des hessischen Wirtschaftsministers, ja, also wir sind vielleicht nicht mehr die Apotheke der Welt, aber wenn ich mir das mal betrachte, was gerade hier, ja, wir sind hier in Frankfurt Höchst, wenn man sich das mal überlegt, also Mainz ist jetzt irgendwie auf der falschen Seite des Rheins, aber nur ganz knapp, es kommt immer auf den Blickwinkel an, ich weiß, aber Sören Barthold hat es gerade genannt, wir haben in einer Rekordgeschwindigkeit in Marburg die Produktion genehmigt und zwar ohne irgendwie zu hudeln, da zeigt übrigens auch Bürokratie, was sie kann, ja, wenn sie sagen, mit entsprechendem Dampf in Anführungszeichen an die Sache rangeht. Wir haben hier in Frankfurt haben auf einmal Konkurrenten zusammengearbeitet. Also Sanofi füllt hier den Impfstoff von BioNTech ab und ein paar Kilometer weiter wird er mit Lufthansa Cargo in die Welt geflogen und die Braunühle kommt vielleicht auch noch aus Melsungen dafür. Also wir sind wirklich in einer Art und Weise leistungsfähig in diesen Bereichen, die uns auch manchmal ein bisschen Mut geben sollte. Aber zu den Punkten, eine Sache, die mir noch wichtig ist und die hat sich auch in der Pandemiebekämpfung gezeigt. Wir müssen am Ende über die Frage diskutieren, wie sorgen wir für eine gewisse, ich sage jetzt nicht Autarkie, aber eine gewisse Produktionssicherheit. Wenn Sie an ein Cent-Produkt wie OP-Masken beispielsweise denken, da haben wir ja auf einmal gemerkt, schwupp, wir sind da nicht mehr in der Lage, selbst irgendwas zu produzieren. Dann haben wir mit ziemlich viel Geld Produktionskapazitäten gefördert, die gerade zum größten Teil wieder stillstehen, weil inzwischen kommen die Container aus China wieder an und die deutsche Produktion ist nicht wettbewerbsfähig. Und da haben wir bei vielen anderen Punkten schon vor der Pandemie, denken Sie an die Diskussion über bestimmte Antibiotika-Grundstoffe, die auf einmal nicht mehr lieferbar waren in Deutschland. Wir müssen also überlegen, auch nochmal ein extra Thema, genau, Antibiotika? Europäisch gesehen, wie wir es schaffen, Produktionskapazitäten, Forschung zu fördern,
ohne in die Problematik zu kommen, dass der Preis überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil auch das ist ja wahr. Ich meine, Kollege Meister hatte ja zwei Hüte auf in den letzten beiden Legislaturperioden. Jetzt ist er Staatssekretär beim BMBF, aber vorher war er Staatssekretär im BMF und die haben auf alles ganz anders gesehen. Deswegen würde mich diese, aus gutem Grund, es gibt ja unterschiedliche Interessen und wenn man sich überlegt, dass die Gesundheitswirtschaft insgesamt einen größeren Umsatz in Deutschland hat als der Bundeshaushalt groß ist, ist natürlich klar, dass es auch ein relevanter Faktor ist. Deswegen würde mich an dieser Stelle mal interessieren, diese unterschiedlichen Interessen, wie können wir das eigentlich so austarieren, dass wir mehr investieren können, ohne dass wir am Ende in die Situation kommen, dass, ich sag's jetzt mal so, eine gewisse Subventionswirtschaft sich aufbaut, weil das kann auch nicht im Interesse der Industrie sein. Thema Antibiotika, Thema Finanzierung, wichtige Themen, interessiert mich auch. Wir bleiben jetzt aber noch mal einen kleinen Moment beim Thema Daten und schütteln Sie bitte weiter mit dem Kopf, weil das zeigt, dass Sie lebendig sind. Und egal in welche Richtung Sie schütteln. Herr Barthold und dann Herr Brandenburg. Ja, wahrscheinlich bin ich gerade zu lebendig. Deswegen wird es noch mal ein bisschen justiert. Genau. Ich glaube, dass dieses Thema Daten ein sehr wichtiges Thema ist, wo wir auch wirklich mit Qualität arbeiten müssen. Also ich will das mal klar sagen. Ich glaube, dass die Luca-App kein guter Weg war. Ich sage das hier in aller Deutlichkeit, weil das auch viel Vertrauen zerstört hat. Ich glaube, dass die weiterentwickelte Corona-Warn-App eigentlich der bessere Weg gewesen wäre. Nun sind wir es so gegangen, aber ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass wir auch gerade, wenn wir das natürlich auch für Forschung und andere Zwecke nutzen, dass wir sozusagen ganz klar machen, mir gehören die Daten, ich gebe sie treuhänderisch, also sozusagen als Mensch ab und andere machen was damit. Das heißt, es muss klar sein, wir brauchen auch ein vernünftiges Datengesetz. Wir müssen auch die Frage, kann jemand sozusagen Daten aus der Anonymität wieder zurückholen? Ich glaube, dass wir da auch wirklich klare Vorgaben machen müssen, auch Strafbewährung viel stärker als bisher. Weil ich glaube, es geht bei dieser Frage immer um Vertrauen. Weil die Menschen wollen natürlich am Ende gute Medikamente haben. Sie wollen gute Produkte haben. Aber gerade das Thema Datenschutz ist einfach enorm sensibel und ich glaube, da müssen wir auch aus der Pandemie lernen. Da haben wir nämlich auch viel falsch gemacht, weil sagen wir doch mal mit den Zetteln am Anfang, was ist passiert? Da haben halt die Leute Mickey Mouse eingetragen. Genau. Nur das hat natürlich keine Kontaktnachverfolgung ermöglicht. Deswegen dann die anderen Möglichkeiten. Natürlich ist Smartphone besser und jetzt geht es ja darum, dass wir diese vielen, vielen Daten, wobei, die wir generieren, Herr Barthold, auch nutzen. Ich würde da gerne noch mal einhaken wollen. Diese Geschichte mit diesen Zetteln und mit diesen ich bin Pitti Platsch oder Mickey Mouse, das zeigt doch aber auch, wie wichtig es ist, wenn man über Daten redet, das eben auch zu kommunizieren, für was sie verwendet werden und warum das jetzt wichtig ist und warum es eben nicht Pitti Platsch und Mickey Mouse mäßig ist. Also das zeigt doch, dass es gar nicht ernst genommen wurde zum Teil. Na, das würde ich nicht sagen. Es zeigt, wie ernst die Leute mit ihren Daten umgehen möchten. Also sie haben einfach Angst, gewisse Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, wo klar ist, für alle, die an diesen Daten partizipieren, sozusagen der Schutz ist wirklich gewährleistet. Deswegen bin ich auch so kritisch mit der Luca-App, weil für mich die Luca-App nicht in Ordnung war, sondern die Corona-Warn-App eigentlich die bessere war. Dass es etwas gedauert hat, bis die Möglichkeiten, jetzt auch die Updates, die es gegeben hat. Und ich glaube, wenn wir da nicht als Politik drauf achten, dann wird das mit den Daten nicht funktionieren. Das können Sie auch beim Auto sehen. Da kommt dann sofort die Blackbox-Diskussion, da werde ich komplett überwacht etc. Wenn Sie sehen, was ein modernes Auto heute schon an Daten sammelt, und was man damit eigentlich theoretisch alles tun kann, was auch der Staat übrigens, ist ja nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Staat kann ja von solchen Daten partizipieren. Deswegen brauchen wir ein starkes Datengesetz, wo klar ist, am Ende muss derjenige im Mittelpunkt stehen, um dessen Daten es geht. Ja, ich habe Sie verstanden, Herr Barthold, trotzdem ist Ihr Mikrofon wieder nach unten gerutscht. Vielleicht kann der Bernd noch mal kommen und das wechseln oder anders machen, aber Herr Brandenburg und Herr Meister, Sie hatten sich gemeldet. Also ich möchte den Ball aufnehmen. Und ich habe nämlich hier aufgeschrieben, der Ton macht die Musik, ne, als Adresse der Politik. Und da ist dann schon wieder ein bisschen was kaputt gemacht worden. Denn wenn wir nochmal zurückkommen zu der Fachdiskussion auf das Forschungsdatenzentrum und dann Private auszuschließen, das impliziert schon ein gewisses, wie soll ich sagen, ein gewisses Nichtvertrauen dem Gegenüber. Und da muss man als Politik dann schon sensibel sein. Denn am Ende des Tages kamen eben die Impfstoffe alle aus der Privatwirtschaft. Und in so Kleinigkeiten vermittelt man dann gewollt oder ungewollt einfach wieder Unsicherheiten, die nicht helfen. Wir müssen von einem Datenschutzbedürfnis zu einem Datenrecht,
denn Daten sind nicht per se schützenswert, sie sind aber rechtens zu nutzen. Und das muss man den Bürgerinnen und Bürgern erklären. Und da die Apps jetzt gerade aufkamen, ich teile übrigens die Kritik an der Luca-App, es ist dann nur schade, dass man es dann in die Länder geschoben hat auf Bundesebene, denn bei der Corona-Warn-App muss man ja eins anerkennen, der Staat war grottenschlecht, als Jens Spahn GPS-Tracking für alle wollt. Das war ein Rohrkrepierer. Nur, was ist denn passiert? Bürgerinnen und Bürger haben sich zum ersten Mal in dem Leben wirklich überlegt, was ist denn zentrale Datenhaltung? Was ist denn dezentrale Datenhaltung? Ich saß auf Familiengeburtstagen, war früher Informatiker, das hat keine Sau interessiert, was ich da mache. Auf einmal war die das liegt auf dem Gerät. Aha, Und man sieht eine unendliche Lernkurve in der Bevölkerung. Deswegen haben das 35 Millionen Menschen gemacht, weil sie es verstanden haben und weil sie es wollten. Und umso verwerflicher ist dann danach, dass man, ohne jetzt zu sehr auf das Thema einzugehen, das dann wieder weggeschoben hat, weil man nicht mehr dran langen wollte. Es war so gut, dieser Corona-Schatz. Und Herr Meister, das ist meine Interpretation. Sie können mir ja gerne sagen, wie das wirklich ablief in der Regierung. Aber ich glaube, man war überwältigt von dem Erfolg und wollte nicht mehr dran langen. Und das ist halt in einer dynamischen Industrie wie einer IT oder einer Forschung falsch. Nichts ist für immer perfekt. Man hätte nachlegen müssen, aber mit dem gleichen Erklärungsmodus. Und dann wäre eben dieses Vakuum nicht genutzt geworden, was übrigens aus einem anderen Grund nicht gut ist, weil der Bund sehr zögerlich ist, um mit Startups zu arbeiten. Und das war halt ein Referenzmodell in Kommunikation, was eigentlich eher Porzellan zerdeppert hat, wie im Prinzip die Lust auf Startup vermengt oder erhöht, nicht vermengt. Und insofern hat man da leider Chancen liegen lassen. Ja, Herr Meister, wie war es wirklich? Ja, das halte ich eigentlich für eine nebensächliche Debatte, auf die wir jetzt kommen. Ich glaube, wir haben drei wichtige Punkte an der Stelle. Ich bin Mathematiker, Informatiker. Und ich sehe in der Frage personalisierte Medizin eine riesige Chance. Und statt ständig über Risiken zu reden und zu gucken, wie wir möglichst sensibel mit Daten umgehen, sollte man der Bevölkerung mal klar machen, welche Chance da drin steht, wenn der Herr Meister genau individuell zugeschnitten für seinen Körper, für seine Krankheitssituation eine genaue Medikation bekommen kann. Das ist eine riesige Chance für jeden Einzelnen. Und deshalb sollten wir in Verbindung Digitalisierung mit Pharmaforschung versuchen voranzubringen, das Thema individualisierte Medizin. Und da ist eine riesige Chance. Und da bin ich der Meinung, diese Chance müssen wir den Menschen vermitteln. Und dann werden wir das Thema Datenumgang ganz anders diskutieren. Zweiter Punkt. Ich glaube, wir müssen dringend dafür sorgen, dass wir Plattformen schaffen für die Datennutzung. Das ist eine Aufgabe von Politik. Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass sich alle Universitätskliniken in Deutschland mit ihren Daten zusammenschalten. Es ist aus meiner Sicht ein Riesenschritt nach vorne, weil bisher hatte jede Uniklinik einzeln ihre Daten verwaltet. Toll. Anonymisiert, pseudonymisiert, alles toll. Aber der Datensatz ist so klein, dass ich gegen eine US-Klinik in keinster Weise mithalten kann bei der Forschung. Spanne ich aber unsere Unikliniken zusammen, dann habe ich einen Datensatz, der plötzlich wettbewerbsfähig ist gegenüber den USA und auch China. Und das muss doch, wir haben ja eingangs über Wettbewerbsfähigkeit gesprochen, das muss der Punkt sein. Und jetzt sage ich mal, die Datennutzung, das müssen die leisten in der Industrie, Herr Wepner, da sind Sie dran. Aber bei der Frage, diese Plattform schaffen, das ist nach meinem Verständnis Aufgabe von Politik und da müssen wir dran arbeiten. Dritte Bemerkung, ja klar müssen wir mit Daten sensibel umgehen, aber wir haben eine Datenstrategie der Bundesregierung und in dieser Datenstrategie haben wir eigentlich klar formuliert, wie wir mit dem Thema Daten umgehen wollen. Und die Datenstrategie ist jetzt da. Und mein Verständnis, Herr Bartol, ist jetzt, wir müssen sie umsetzen. Das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht. Und das sind die drei Punkte, die ich an der Stelle für wichtig halte. Mhm. Und nicht die Debatte, wie wir mit der Luca-App umgehen. Das ist nett zu diskutieren, bringt uns aber nicht weiter an der Stelle. Okay, jetzt hat sich auch Herr Wepner zu Wort gemeldet. Als Unternehmensvertreter, bitte, Herr Wepner. Genau, also an der Stelle würde ich gerne kurz einhaken. Denn ich glaube, was wir uns noch mal vor Augen führen sollten, ist, wir sind alle stolz, was wir erreicht haben während der Pandemie und haben auch, wie Sie gesagt haben, Herr Al-Wazir, wir haben es geschafft, wenn alle an einem Strang ziehen, auch wirklich sehr agil und effizient zu sein, ohne Sicherheitsaspekte außen vor zu lassen. Die Frage ist natürlich, was können wir darüber, was können wir davon weiter mit in die Zukunft nehmen? Wie können wir uns so aufstellen, dass wir auch in Zukunft aus diesen Erkenntnissen lernen und vor allen Dingen natürlich diese unglaublich komplexe Wertschöpfung im Bereich medizinischer Fortschritt, Pharma, Medikamentenentwicklung, der fängt ja nicht bei den pharmazeutischen Firmen an, sondern das ist ja ganz eng verzweigt bis in die institutionelle, universitäre Forschung hinein und weit darüber hinaus. Wie kriegen wir das in ein Ökosystem überführt, das
erfolgreich ist, auch in der Zukunft. Mhm. Und dabei uns auch vor Augen führen, wir sind ja eine der durchreguliertesten Branchen, die es in der Industrie gibt. Wir sitzen zwischen den Stühlen, Wirtschaftsministerium, Ministerium für Gesundheit, Ministerium für Forschung und müssen in diesem Regulierungswust uns zurechtfinden. Und da würde mich wirklich interessieren, was können wir besser machen, damit wir auch in Zukunft diese Potenziale, die wir in Deutschland haben, diese eindeutigen Potenziale, die wir in Deutschland haben, aber auch in Europa, wie können wir das stärker nutzen, um damit auch erfolgreicher zu sein? Das würde ich jetzt direkt mal so in die Runde geben. Ja, also ich meine, das Stichwort ist ja in der Frage gefallen, Herr Wäppner. Wir müssen Netzwerke schaffen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht der Versuch einer Antwort. Jetzt habe ich ein Netzwerk eben schon angesprochen, als ich über die Daten bei den Unikliniken sprach. Genau da haben wir ein Netzwerk entwickelt. Zweiter Punkt ist ja die Überlegung, die Sie, glaube ich, gut kennen, die nationale Wirkstoffinitiative, wo wir auch genau in Ihrem Sinne Ihrer Frage versuchen, jetzt beim Thema Wirkstoffe Netzwerke aufzubauen und diese verschiedenen zusammenzubringen. Und das wäre dann ja gleichzeitig auch wieder die Sicherstellung der Lieferkette, wenn ich das richtig verstehe. Wenn wir die Vorratsstoffe, die wir zur Produktion brauchen, sozusagen verfügbar haben, das ist noch dann nicht unbedingt sichergestellt. Mhm. Und wir brauchen die Produktionskapazitäten. Da haben wir aber, das ist jetzt nicht Forschungsministerium, das war Wirtschaftsministerium, versucht sozusagen, uns Kapazitäten für die Zukunft zu sichern, ist ein Teil des Lernens. Und ein dritter Punkt ist, glaube ich, die Frage, wir haben ja die deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. Und ich meine, an der Stelle brauchen wir, glaube ich, einen guten Link zur Industrie hin, in den verschiedenen Diagnosebildern. Und dann, ich habe vorhin die Translation angesprochen. Hm. Also ich glaube, wir müssen auch überlegen, wie wir bei den Genehmigungsprozessen schneller werden und die vielleicht ein Stück weit entschlacken. Denn es ist ja ganz toll, wenn man so ein Forschungsergebnis hat. Mir dauert das aber. Also beim Impfstoff ging es ja relativ schnell, die Zulassung. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, diesmal. Ne? Aber im Regelfall dauert es einfach zu lange. Genau, bis zu 20 Jahren. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir einfach gucken, wie wir sozusagen diesen Prozess beschleunigen können. Mhm. Also 20 Jahre stimmt nicht ganz. Es hat ja auch was ein bisschen damit zu tun, dass an dieser Stelle, also bleiben wir beim Covid-Impfstoff, natürlich auch viele ins Risiko gegangen sind. Da wurde viel produziert, ohne zu wissen, ob man es nachher eigentlich benutzen kann, weil man halt alle Schritte gleichzeitig gemacht hat, weil, muss man ehrlicherweise sagen, im Erfolgsfall dann auch genügend reingekommen wäre. Ja? Da, wo es geklappt hat, ist es ja so. Da, wo es nicht geklappt hat, das ist das Wesen des Risikos, dass es auch mal schiefgehen kann, hat es halt nicht geklappt. Und das Zweite ist, der Staat ist auch in vielen Bereichen richtig reingegangen. Und da will ich mal sagen, also bisher hat sich noch keiner getraut, aber es wird sicherlich nicht lange dauern, bis der, in 3 Jahren wird es wahrscheinlich so einen Rechnungshofsbericht geben, dass die da alle bescheuert waren, dass sie irgendeiner Firma wie CureVac Geld gegeben haben und so weiter. Und sie können sicher sein, dass da ganz viele draufspringen und wieder sagen, alles Deppen. Aber da gibt es doch die legendäre Antwort von Kurt Biedenkopf damals sozusagen beim Wiederaufbau, genau, dass er dann an den Rechnungshofbericht mit grüner Tinte geschrieben hat, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles anders. Ja, also das habe ich auch schon geschrieben an den Rechnungshof in Hessen. Bei der nächsten Flüchtlingskrise machen wir alles anders. Da war die Kritik, dass wir die Feldbetten nicht nummeriert hätten und inventarisiert. Wir kennen solche Debatten in Anführungszeichen. Und da ist jetzt die spannende Frage. Ganz banal, aber es gibt ja auch bestimmte Gründe, Stichwort Beihilferecht und so weiter, warum man erstmal darauf setzt, dass es eben keine, in Anführungszeichen, vor allem staatlich getriebene Frage ist. Also was haben wir beispielsweise gemacht in Hessen? Bei uns gibt es die Initiative Gesundheitsindustrie, wo sozusagen die unterschiedlichen Player inklusive der Gewerkschaften in dem Bereich zusammenarbeiten. Und daraus ist zum Beispiel entstanden, aus einer solchen Diskussion, dass wir ein staatliches Programm gemacht haben für Grundlagenforschung in bestimmten Bereichen, Stichwort vernachlässigte Krankheiten, weil das gehört zur Wahrheit ja schon dazu, dass bestimmte schlimme Krankheiten eigentlich kaum beachtet werden, weil sie dort auftreten,
wo niemand krankenversichert ist und dementsprechend auch keiner was zahlen kann und dementsprechend die Refinanzierung von irgendwelchen Aufwendungen nicht machbar ist. Also ne, bleiben wir in Hessen, bleiben wir für wegen Sören in Marburg. Also das Marburg-Virus ist ja jetzt keine neue Entdeckung, aber dass es trotzdem so lange gedauert hat, bis es einen Ebola-Impfstoff gibt, hat was damit zu tun, dass ab einer bestimmten Situation dann gesagt wurde, ups, es könnte ja auch zu uns kommen. Und auf einmal war da ganz viel Dampf dahinter und auf einmal hat es geklappt. Also müssen wir uns ja schon Gedanken machen über die Frage, wer finanziert was, wer ist sozusagen in welchem Bereich aktiv und wie bringen wir das Ganze zusammen. Und das, ich meine, das ist jetzt bei den großen Unternehmen, spielt das jetzt keine große Rolle, aber wir haben ja seit anderthalb Jahren, glaube ich, anderthalb Jahren die steuerliche Forschungsförderung erstmals, über die wir uns jahrzehntelang auseinandergesetzt haben. Am Anfang aus den Gründen, dass die im Finanzministerium immer Sorge haben, dass irgendwelche Umgehungstatbestände eher so in, wie sagt man, homöopathischen Dosen. Aber ich bin mal gespannt, ob das nicht in einer bestimmten Art und Weise auch etwas auslöst, wo man dann sieht, wenn die Befürchtungen vielleicht nicht gerechtfertigt waren, dass man das noch ein wenig ausweiten könnte. Weil das muss ja unser Ziel sein, dass wir mehr in die Forschung geben und weniger, in Anführungszeichen, in andere Bereiche. Finanzierung machen wir gleich. Ich würde gerne noch mal bei dem bleiben, was Herr Wepner sozusagen hier in die Runde geworfen hat, nämlich man kann ja eben die Krise auch als Chance verstehen. Es ging schnell, die Zulassungen waren schnell da, es wurde kooperiert in einem Ausmaß, wie es vorher nie denkbar war. Also wie kriegen wir das sozusagen auch in die nächste Legislatur? Naja, ich will da auch noch mal dran anknüpfen, auch an was gerade gesagt worden ist. Es geht ja auch so ein bisschen um die Frage, was ist eigentlich die Rolle des Staates? Also wie können wir sozusagen auch diese Grenzziehung, wie sehen wir die eigentlich? Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam erlebt, wir brauchen eine hochinnovative Industrie, haben wir, aber wir brauchen auch einen handlungsfähigen Staat, der dann auch in der Lage ist, mit der Bürokratie so ein Pharmastandort wie in Marburg dann auch relativ schnell sozusagen ein neues Werk zuzulassen. Und die Frage, wie wir Rahmenbedingungen setzen, die Forschungsförderung, die Frage von Grundlagenforschung, unsere Universitäten, die Frage, wie man überhaupt Nachwuchs generiert, Nachwuchswissenschaftlerinnen, Nachwuchswissenschaftler, ich glaube schon, dass wir da nicht nachlassen dürfen. Ganz im Gegenteil, da müssen wir noch eine Schippe drauflegen, weil ich glaube, nur aus sozusagen der Rolle des Staates heraus, wenn er seine Aufgaben vernünftig erfüllt, kann am Ende Exzellenz, Marktwirtschaft, Innovation, Forschung und andere Dinge und Produkte erwachsen. Und ich glaube, da haben wir als Staat in vielen Bereichen jetzt, wo wir ja erleben, dass wir auch in der Transformation, in einem gewissen Strukturwandel sind, auch das ganze Thema der Globalisierung. Wir können ja nicht nur in Deutschland alleine irgendwie die Augenklappen haben, sondern wir sind Teil von Europa und wir haben ja auch erlebt, dass wir das alleine gar nicht hinbekommen. Und ich glaube, der Staat muss auch dafür sorgen, dass gewisse Dinge auch mehr ins Risiko gehen. Ich glaube, es war richtig, ins Risiko zu investieren, auch wenn vielleicht der Return of Invest noch nicht da ist, aber wer weiß, was sich da noch tut. Und deswegen würde ich sowas auch nie kritisieren. Ich meine, wir können am Ende vieles kritisieren in der Pandemie und ich glaube, es ist auch richtig, es aufzuarbeiten, sonst lernt man nicht daraus. Aber auch der Staat, auch staatliche Institutionen müssen in der Lage sein, ins Risiko zu gehen, wenn es darauf ankommt. Aber am Ende, es geht auch um die Hausaufgaben, die Grundlage muss stimmen. Und da schauen Sie sich auch an, wenn wir auch die demografische Entwicklung uns anschauen. Sowas macht mir auch Sorgen. Da müssen wir auch schauen, wie kriegen wir eigentlich Ausbildungsplätze gesichert, etc. Das sind alles Themen, da geht es um die Rolle des Staates. Herr Badenburg. Ja, ich greife die Rolle des Staates dann mal gern auf. Und Herr Meister hat gesagt, wir müssen da schneller werden, weil das ist dann aber natürlich die Hubs und alles, Translation, Haken dran, alles indoeuropäisch, macht alles Sinn, Haken dran. Nur dann ist halt schon die Frage, warum so eine klinische Studie bei uns irgendwie 200 Tage bis zur Zulassung braucht und andere Länder das schneller hinbekommen. Und ich würde auch den Satz, der Staat muss jetzt Plattformen bauen als Liberaler, nochmal so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Staat die Plattform bauen muss oder nicht eher die Formate vorgeben muss, auf die er sich selbst committet und Interoperabilität herstellt, weil hier sitzen mit Sicherheit genug Firmen und Unternehmen, die Plattformen schon gebaut haben oder haben. Also es ist nicht unbedingt immer so, dass der Staat das alles tun muss. Dafür sitzen hier die Akteure und Akteurinnen, die das können. Aber sich dann auch darauf zu committen und sich an diese Formate zu halten oder Kliniken beispielsweise als Beginn einer Datenprozesskette überhaupt zu empowern,
kauern und sich so zu verstehen, dass im Prinzip dort die Aufnahme der Daten passiert. Oder eine elektronische Patientenakte nicht nur als Abrechnungstool zu sehen, sondern irgendwann dann vielleicht auch als privaten Datenraum von mir zu sehen. Also das sind die Aussagen, die ich hier vermisst habe. Das ist auch staatliche Rahmensetzung, das ist auch staatliches Selbstverständnis, aber der Staat muss Plattformen bauen. An der Stelle würde ich pauschal erst nochmal ein Fragezeichen dahinter setzen. Würde ich gerne mal einen Schritt weitergehen zum Thema Finanzierung. Wir haben ja schon gehört, vorher waren Sie im Bundesfinanzministerium, jetzt Bildungs- und Wissenschaftsministerium. Also die Frage, die aufgeworfen wurde, war ja, wer sollte was finanzieren, wie viel Anreiz darf gegeben werden, auch steuerlich beispielsweise. Wie ist da Ihre Meinung? Also ich glaube, jetzt muss man an der Stelle, um es klar zu machen, zwei Säulen auseinanderhalten. Das eine ist sozusagen die institutionelle Förderung für Hochschulen. Das ist Landesaufgabe, aber wir haben den Hochschulpakt geschlossen und haben zusätzlich zu den Grundmitteln, die die Länder finanzieren, den Hochschulen, sagen wir mal, über mindestens eine Dekade Planungssicherheit gegeben. Damit ist, was den Bereich Universitäten betrifft, glaube ich, ein klares Signal von Bund und Ländern da. Zweiter Teil sind die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, also etwa Helmholtz an der Stelle, Max Planck, Fraunhofer, die dort sehr viel einbringen. Auch dort haben wir den Pakt für Forschung und Innovation geschlossen. Nicht mit einer festen Summe, sondern mit einem 3%igen Wachstum pro Jahr. Das ist, glaube ich, weltweit einmalig, was dort an Planungssicherheit für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland geschaffen worden ist. So, insofern haben wir an der Stelle eine sehr gute Situation. Dritter Punkt, wenn ich mal sehe, was in den vergangenen 1,5 Jahrzehnten, egal wer jetzt mal Finanzminister oder Forschungsminister war, sozusagen an Aufwuchs geschehen ist, dann kann man sagen, wir haben in diesen 1,5 Jahrzehnten etwa 30-33% mehr Geld für diesen Bereich zur Verfügung gestellt, anteilig zu unserer Wirtschaftsleistung. Und was ich mir wünsche, ist, egal wer Finanz- oder Forschungsminister ist, dass diese klare Prioritätensetzung in die Zukunft für Forschung und Innovation bleibt. So, und dann ist die Frage Mittelausstattung für den Teil Projektförderung, okay. Dann muss man halt ausschreiben, man muss sich wettbewerblich bewerben und das ist dann wieder Sache der Unternehmen. Daneben gibt es den Teil, wo wir sagen, wir machen nicht Projektförderung. Das ist die steuerliche Forschungsförderung. Und da sage ich jetzt auch mal, der Punkt war ja nicht, dass der Finanzminister kleinlich ist, sondern die Frage ist eine ordnungspolitische Grundfrage. Auch bei Olaf Scholz stimmt. Will ich steuernd über die Steuern eingreifen? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und an der Stelle wird steuernd eingegriffen, indem der Staat nämlich sagt, wenn ihr Geld für Forschung ausgebt, dann privilegieren wir das gegenüber anderen Dingen. Und das ist die Grundfrage, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man sich mit Steuerpolitik befasst. Was wäre da Ihre Haltung als CDU-Vertreter? Meine Haltung ist, ich habe eben gesagt, bei den Projektmitteln, wir haben eine klare Prioritätensetzung gemacht für Forschung, Innovation. Und dann wäre es jetzt etwas schwierig, an der Stelle steuerlich dagegen zu argumentieren. Okay. Weil da würden Sie sagen, irgendwo hat der Herr Meister jetzt gerade einen Widerspruch produziert. Also ich bin der Meinung, das ist richtig. Es ist aus meiner Sicht auch richtig, dass wir angefangen haben bei kleinen, mittleren Unternehmen. Weil ich glaube, dass größere Unternehmen sehr viel besser mit den Projektförderungsinstrumenten zurande kommen. Und was ich mir wünschen würde, ist, das Überraschende ist ja jetzt, wir haben das Instrument. Die Anzahl der Bescheinigungen, die bisher beantragt worden sind, ist noch überschaubar. Das heißt, wir haben eigentlich ein tolles Instrument und es müsste mehr genutzt werden. Und deshalb jetzt mal mein Appell an die Unternehmen. Das Instrument gibt es, man kann es nutzen. Jetzt tun Sie es bitte auch. Und wir haben in der Pandemie ja auch gesagt, wir machen die Bemessungsgrundlage noch mal deutlich weiter, um sozusagen dort mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ich sehe ein, dass gerade in der Pandemiezeit für manche Unternehmen schwierig ist zu sagen, wir treten jetzt beim Thema Forschung mal richtig aufs Gaspedal. Ja, jetzt muss ich da direkt mal zu Herrn Wepner gehen, weil er wurde ja mehr oder weniger direkt angesprochen. Herr Wepner, was sagen Sie dazu? Ja, kann ich direkt gerne darauf antworten und ich stimme Ihnen im Grundsatz vollkommen zu. Das ist alles fein. Ich verrate, glaube ich, kein Betriebsgeheimnis, wenn ich hier aus eigener Erfahrung berichte, dass selbst wir uns bei der Bearbeitung und bei der Antragsstellung von externen Spezialisten beraten lassen müssen. So kompliziert. Das lasse ich jetzt mal wirken und, und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auf das Thema Komplexität und Regulierung eingehen. Und das muss man sich ja dann leisten können und das muss man eben auch die Zeit dafür haben. Also gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Finanzierung.
Was sagen die anderen? Na, ich glaube, über was wir hier auch reden müssen, wir können jetzt über kleinere Sachen reden, aber ich glaube, insgesamt müssen wir uns jetzt mal die Situation grundsätzlich anschauen. Wir haben eine Pandemie gehabt mit roundabout 400 Milliarden. Ja, die sind jetzt erstmal weg. Das war richtig, das war gut. Es war auch richtig, dass der Staat sozusagen auch mit massiven Investitionen und massiven Ausgaben reingeht. Wir haben die Situation, dass wir sind ja kurz vor der Bundestagswahl, man muss auch die unterschiedlichen Steuerkonzepte der Parteien, finde ich, zur Kenntnis nehmen. Warum sage ich das? Weil ich schon glaube, dass jetzt keine Gelegenheit ist, Dinge zu versprechen, die man am Ende, wenn man sich die Kosten und die Herausforderungen anschaut, nicht einzuhalten hat. Ich habe ja über die Rolle des Staates geredet. Ich möchte am Ende einen handlungsfähigen Staat, der all das, was hier immer gefordert wird und diskutiert wird, auch leisten kann. Nicht im Sinne von, der Staat weiß alles besser, er kann alles besser. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen und dann macht es natürlich schon einen Unterschied, ob ich sage, an der Stelle senken. Ich glaube, dafür ist die Zeit nicht da, sondern die Zeit, auch wenn man sich international die Herausforderungen anschaut, die sind da, dass wir wirklich massiv investieren müssen. Herr Meister hat das ja gerade gesagt, also ich finde, die Große Koalition muss sich da auch nicht verstecken. Da haben wir an vielen Stellen wirklich gut was hinbekommen an der Stelle. Aber jetzt ist ja die Kunst, wenn ich mir auch die Grafik, die sich jetzt noch ein bisschen in Richtung Klimaschutz verschoben hat, hier sieht man sie noch, alleine die Investitionsherausforderungen in diesem Bereich sind gigantisch. Und wir müssen schon schauen, dass wir uns gegenseitig sozusagen da nicht wieder die Sachen vom Brot nehmen, sondern wir müssen den Spagat hinbekommen, dass wir auf der einen Seite Forschung, Entwicklung weitermachen, auf der anderen Seite aber auch die dringend notwendigen Anpassungen im strukturellen Bereich, im volkswirtschaftlichen Bereich unseres Landes hinbekommen. Mhm. Das ist für mich die Herausforderung. Nicht, ob jetzt ein Projektantrag, das ist auch eine Herausforderung, ich weiß. Wir kommen gleich zum Thema Bürokratie. Es gibt ja auch Kommunen, die brauchten externe Berater, um sozusagen Digitalpaktmittel. Es ist leider wirklich so. Also ein Elterngeldantrag, wer ihn schon mal ausgefüllt hat, weiß, wovon ich rede. Also ich würde vielleicht, soll ich mal, oder wollen Sie? Beide. Okay. Wer zuerst? Bitte. Ich mache schon fertig, weil ich nochmal den Herrn Meister an der Stelle aufgreife. Also die Trennung in Projektförderung und steuerliche ist vollständig richtig. Man muss auch wissen, dass natürlich so, wie es jetzt aussieht mit den Schätzungen, der Bundeshaushalt nicht mehr in dem Maße weiter wächst, irgendwann die Länder dann mehr Geld haben. Deswegen ist so eine Verpaktung von 3% richtig. Aber auch das sollte gesagt sein, wir als Freie Demokraten hätten uns an der Stelle 15% Variable gewünscht, um eben Forschungseinrichtungen ein bisschen zu benchmarken nach KPI, um auch in einer Torte, die jetzt 3% wächst jedes Jahr, also der Kuchen wird immer größer, aber irgendwann ist eben das Wachstum des Haushalts vorbei, auch Forschungseinrichtungen, die nicht so performen wie anderen, noch irgendeinen Hebel zu haben politisch. Das wollte ich den Punkt nur machen, der ist aber für hier gar nicht mal so relevant. Die steuerliche Forschungsförderung haben wir uns natürlich auch dafür ausgesprochen, was richtig ist, dort bei den kleineren zu beginnen. Wir haben da lang gestritten und diskutiert, ob sowas gedeckelt sein muss oder wird. Und realistisch gesehen, natürlich wird da irgendeine Deckelung sein müssen. Sie selbst wissen am besten, über was für Summen wir da in der Forschung reden. Und das kann man dem Bundeshaushalt dann nicht abverlangen. Deswegen will ich an der Stelle jetzt auch nicht faul spielen, sondern es wäre bei uns auch gedeckelt worden. Was ich aber als viel wichtiger erachte, denn Sie haben ja zu Beginn gesagt, wir wollen eigentlich gar kein Geld. Wir wollen die Rahmenbedingungen. Deswegen, glaube ich, geht es schon darum, mehr Venture-Kapital in den Markt zu holen. Es ist ja nicht so, dass es in diesem Land kein Geld gibt. Und deswegen sind wir sehr groß. Wir haben einen Zukunftsfonds gefordert, haben jetzt einen anderen Namen bekommen. Aber ich glaube, das kann schon die Rolle eines Staates sein, mit einem Dachfonds nochmal reinzugehen, versuchen, Geld zu akquirieren. Wir als Freie Demokraten hätten uns gewünscht, dass institutionelle Anleger damit rein können. Also Teile, vielleicht 2% von der Rentenversicherung, auch das Umdenken zu bekommen. Meine Rente wird hier gerade gesichert durch Wachstum von Startups, durch Innovation. Wir haben da als Deutsche ein bisschen mit unserer Sparbuchmentalität ein Problem. Das war nicht mehrheitsfähig, aber ich glaube, das sind die Wege, wo sich ein Staat hinbewegen kann, um zum einen den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, das ist alles richtig, wir können auch in die Zukunft investieren und dann in einem Fall, wenn es wirklich die Wachstumsphase ist, wenn es wirklich darum geht, ob wir an dem Punkt souverän bleiben, sei es national oder in der Versorgung, dann eben auch reinzugehen als Staat, um Geld zu hebeln und nicht gleich im Sinne einer Firmenbeteiligung reinzuhüpfen wie in anderen Fällen. Und das ist, glaube ich, noch relevanter an der Stelle, wie die steuerliche Forschungsförderung zumindest dann in der Endausprägung, wenn es wirklich im Milliardenbereich losgeht. Mhm. Herr Al-Wazir? Also sowas gibt es, und zwar in Hessen. Wir haben einen Fonds aufgelegt, zur Hälfte staatlich, die andere Hälfte privat, mit
Der heißt Future Regio Growth Fund und ist auch gemeinsam mit eVentures gemacht. Also da ist schon so, ja, wo wir auch ganz bewusst uns mal schauen, was da so an neuen Sachen entsteht, klassisch in die Start-up-Gedanke, weil, wenn ehrlich ist, vieles entsteht auch gerade in einer Geschwindigkeit, wo es dann darauf ankommt, dass die auch sozusagen in der nächsten Phase bei uns bleiben. Ja, und nicht nur von einer super Forschungslandschaft sozusagen an Universitäten profitieren und dann auch noch in der nächsten Phase gut gefördert werden im Sinne von Ausgründen. Und dann kommt der Moment und dann muss man eigentlich dafür sorgen, dass es hier bleibt. Also sowas geht und sowas gibt's. Und das Zweite ist, ich will nochmal sagen zur Frage am Ende auch der Finanzierung, weil das ist ja ist ja angesprochen worden. Du musst in einer gewissen Sicherheit, also ein gewisses Risiko ist dabei, aber die spannende Frage ist, kann ich eigentlich bestimmte Produkte in Deutschland und Europa noch herstellen? Und das ist eine schwierige Debatte. Ja? Stichwort Generika, Stichwort, was ist eigentlich ein Zusatznutzen, ja? Und Ähnliches. Eine sehr, sehr schwierige Debatte. Mhm. Weil natürlich ist jeder, kommt erstmal daher und sagt, tolles Produkt erwartet gerne, dass das dann aufgenommen wird in die allgemeinen Finanzierungstöpfe. Und wenn man da bei allem Ja gesagt hätte, dann wäre wahrscheinlich der Sozialversicherungsbeitrag insgesamt schon bei 48%. Also es gibt ja auch Gründe, warum man da an manchen Punkten mal die Frage stellt, Moment mal, so. Und auf der anderen Seite stellen wir fest, dass in bestimmten Bereichen dann, wenn sozusagen bestimmter Patentschutz ausgelaufen ist, ganz regulär in Anführungszeichen, dann, wenn man nur noch über Produkte nachdenkt, einfach in Deutschland und Europa nicht mehr produziert werden kann. Das geht nicht mehr und dann ist es weg. Und da wird jetzt die spannende Frage der nächsten Jahre sein, Stichwort Lessons Learned. Ja? Alle haben gesagt, also wir haben ja alle viel gelernt, dass dieser Stoff hier Melt-Blown heißt und alles, wir haben ja viel gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Es gilt für andere Bereiche auch. Wir sagen, wie kriegen wir das hin? Das habe ich am Anfang gesagt. Wie kriegen wir das eigentlich hin, in bestimmten Bereichen so eine Art Grundversorgung sicherzustellen, ohne dass man in Anführungszeichen jetzt globale Lieferketten komplett in Frage stellt oder irgendwie in Protektionismus à la USA abgleitet. Das wird die spannende Aufgabe sein. Mhm. Und da ehrlich gesagt eine Patentantwort habe ich da nicht. Die hat ja auch, glaube ich, niemand. Aber das werden wir übrigens nicht in Deutschland, sondern in Europa werden wir das diskutieren müssen. Mhm. Da gibt es ja jetzt schon Stichwort Important Projects of Common European Interest, bestimmte Bereiche, wo das Beihilferecht mal eben nicht mehr gilt, sondern wo man in Sachen Wasserstoff, in Sachen Impfung, in Sachen Batteriezellen und Ähnliches sagt, so da subventionieren wir ganz bewusst in den Aufbau von bestimmten Strukturen, weil wir wissen, dass es ansonsten immer aus Südkorea oder Japan oder China käme. Jetzt, also Stichwort Batteriezellen mal als Beispiel. Und das können Sie in jedem anderen Bereich Thema Pharma auch. Ja, aber das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Es ist kein Unterschied zu sagen, wenn man rein auf die, also es wird ja immer so getan, als seien die USA das Land der absolut freien Marktwirtschaft und dann stellt man auf einmal fest, die haben so komische Gesetze, die setzen die auf einmal in Kraft und dann auf einmal gibt es aber eine muntere Staatswirtschaft, Exportverbote mit allem, was so dazugehört. Das wissen alle, die international tätig sind. Da sollten wir uns kein Beispiel dran nehmen. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass wir, sagen wir mal, die reine Lehre sehr eher ernst nehmen mit dem Ergebnis, dass alle anderen um uns rum uns überholen. Und das kann auch nicht sein. Nächstes großes Thema Bürokratie. Wir hatten das ja schon, Stichwort Regelungswut, bis hin eben zu diesen Anträgen, die dann gestellt werden müssen, wenn man eben Mittel haben möchte für Forschung. Was ist da Ihr Rezept für die nächste Legislatur? Also ich glaube, der Hauptpunkt ist ja, wir hatten es vorhin angesprochen, das Thema klinische Studien. Und an der Stelle sehe ich zwei Ansätze, die wir machen können. Der eine Ansatz ist, mal überlegen, ob man nicht Musterverträge organisieren kann. Das wäre eine Idee, um dem Problem ein bisschen Schub zu geben. Und das Zweite ist, es hakt ja oft bei den verschiedenen Akteuren, die zusammen sind, an der Koordinierung.
dass man sozusagen die Koordinierung durch eine Koordinierungsstelle versucht zu optimieren. Das wären mal zwei konkrete Vorschläge, um nicht nur zu beklagen, wie die Lage ist und darauf hinzuweisen, sie müsste besser werden. Ich bin offen für konkrete Vorschläge. Naja, ich meine, man hat das ja bei mir so ein bisschen gemerkt, ich rede sehr gerne auch über die Rolle des Staates, weil das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, weil wir sind diejenigen, die im Parlament dafür da sind. Ich glaube, am Ende geht es auch darum, Verwaltung auf Augenhöhe zu bringen. Also es bringt ja nichts zu beklagen, dass Prozesse zu langsam sind, wenn wir uns mal Verwaltung anschauen. Und ich glaube, das ganze Thema Digitalisierung, was wir jetzt diskutiert haben, darf eben im öffentlichen Bereich nicht beendet sein. Im ganzen Gegenteil. Ich meine mal, wenn wir gesehen haben, dass in der Pandemie Gesundheitsämter teilweise wirklich Fax, ja, ich habe jetzt nichts gegen das Fax, ich finde immer dieses Fax-Beispiel, aber es steht ja für etwas. Also wir haben ja gesehen, erstens jahrelang, jahrzehntelang, und ich sage das parteiunabhängig, kaputt gespart, dann sollten sie wichtige Aufgaben erfüllen, was sie zum Teil auch wirklich unter schwierigsten Bedingungen getan haben, muss man auch mal sagen. Aber trotzdem sehen wir ja, wo Nachholbedarf ist. Und ich glaube, gerade was so Zulassungsprozesse angeht etc., da muss es auch klar sein, dass wir als Staat unsere Verwaltung, unsere sogenannte Bürokratie, ich finde dieses Wort Bürokratieabbau immer ein bisschen schwierig und dann, wenn ich dann immer höre, zwei neue rein, eins raus, das sind alles so, das funktioniert nicht, sondern es muss auf Augenhöhe funktionieren, es muss klar sein, wir brauchen gute Menschen, wir brauchen attraktive Arbeitsbedingungen und am Ende müssen wir schauen, was macht Prozesse langsam. Und da haben wir ja in der Pandemie auch gelernt. Plötzlich gegen Prozesse, ist ja jetzt gerade auch schon angesprochen worden, sehr schnell. Da muss man sich doch einfach nur angucken, was haben wir da richtig gemacht, und das musst du natürlich auch in die Nachpandemiezeit rüberholen. Mhm. Und ich glaube, da ist viel Musik gerade unterwegs. Also da passiert auch viel. Also die Klage über die Regelungswut und die Forderung nach Bürokratieabbau, das sind so Gassenhauer, wenn ich das mal so sagen darf, die gehen immer. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, wenn ich das mal so sagen darf, also Bürokratie und Regeln sind erstmal an sich nichts Schlechtes, sondern also ordentliche Bürokratie ist die Abwesenheit von Willkür. Mhm. Und jetzt ist aber die spannende Frage, wie weit können wir an dieser Stelle dafür sorgen, dass diese Regeln eben auch so angewandt werden und so gemacht werden, dass man auf allen Seiten gut mit ihnen arbeiten kann. Auch da kleiner Blick aus dem Maschinenraum der Pandemie. Können Sie sich erinnern an den März 2020 und die Soforthilfen, und dann haben alle gerufen, jetzt müsse schnell und unbürokratisch müssen die Hilfen an die Wirtschaft, also an die kleinen Betriebe raus. Also die beiden, die es am unbürokratischsten gemacht haben, Berlin und Nordrhein-Westfalen, haben jetzt jeweils Sondereinheiten von 60 Leuten im Landeskriminalamt, die den Betrug versuchen aufzuklären. Weil, was auch nochmal ein anderes Thema ist, und da könnte ich sofort draufspringen als Solo-Selbstständiger, aber ich verkneife mir das jetzt. Ich will das an der Stelle nur mal in Erinnerung rufen. Ja? Man kann das haben wir glücklicherweise geschafft, man kann es schnell machen und trotzdem sozusagen so klare und einfache Regeln mit bestimmten Plausibilitätsprüfungen, dass es geht, ohne dass man jetzt fehlgeleitete Wirkungen hat. Zum Beispiel über die Finanzämter, aber das ist eine andere Diskussion. So. Ja, das wollten die nicht, aber das ist egal. Genau, Punkt. So. Nein, aber ich wollte eine Sache noch, die aber mir wichtig ist. Da dürfen wir jetzt wirklich, also ich ärgere mich jeden Tag über diese Dösbattel, die sich nicht impfen lassen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin da auch inzwischen in der Kommunikation sehr klar, ich habe da kein Verständnis mehr für diese Schluris, die dafür sorgen, dass wir jetzt in die vierte Welle laufen. Und gleichzeitig sehen wir an dieser Stelle, dass gerade im Bereich Arzneimittel, wenn der Eindruck entstehen würde, dass da in Anführungszeichen gehudelt wird, das wäre fatal. Also wir müssen bei aller Beschleunigung und bei aller sozusagen bei aller guten Zusammenarbeit zwischen sozusagen Genehmigungsbehörden und Antragstellern und so weiter, muss immer klar sein, dass hier nicht irgendwas durchgewunken wird, einfach so, sondern dass die Regeln da sind und dass sie angewandt werden, weil sonst würden wir noch ganz andere Probleme kriegen. Okay, Herr Brandenburg.
Also von schnelleren Verfahren auf Durchwinken zu schließen, das war dann jetzt auch schon ein großer Sprung, denn wir sind ja hier nicht im luftleeren Raum. Ein großer Teil unserer Bürokratieprobleme ist ganz einfach auf unsere Unterdigitalisierung zurückzuführen. Es ist ganz einfach ineffizient, deswegen hat es das Fax ja auch zu diesem Hassobjekt geschafft, weil es jeder merkt. Oder wie drücke ich denn auf dem Papier Steuerung F und suche schnell was, wie schicke ich es weiter? Diese multiplen Erfassungen und alles, das macht uns am Ende des Tages eben langsam. Und das kann man auflösen, das sollte man am besten von oben nach unten versuchen und mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist jetzt gar nicht spezifisch, weil es ist ja nicht die einzige Branche, die darunter leidet. Wir hätten das beispielsweise gerne gebündelt gehabt in dem Ministerium für digitale Transformation, um eben dieses Programmmanagement. Jedes Haus, jede Verwaltung muss sich selbst projektmanagementartig erneuern, aber irgendjemand muss das steuern, koordinieren, nachfassen. Stichwort Online-Zugangsgesetz. Vorne sieht es gut aus, hinten ist nichts passiert. Da gehen wir aber nicht hin, weil es nicht der Bereich hier ist. Aber das kann man quasi auf Bundesebene lenken. Und der nächste Bereich, das ist Datenschutz. Wir haben, Sie haben ja sogar dann noch die Ethikgremien. Ne? Andere, die nur Datenschutz haben, haben nur 16 Datenschutzauslegungen. Sie haben dann nochmal 16 ethische Auslegungen dazu. Ich glaube, es gibt 52 verschiedene. Ja, wenn alles mit dabei ist. Ich habe es jetzt nur den Ländern gegönnt, aber mit allen Ausprägungen, genau. Und da muss man jetzt schon sagen, ich bin jetzt aus Rheinland-Pfalz heute Morgen hierher gekommen, weder fühle ich den hessischen Datenraum als bedrohlich, noch kommen mir die Menschen hier ethisch anders vor. Also wir müssen uns an der Stelle dann schon irgendwie ehrlich machen, ob es da, wie es beim Vertragswerk dann eben Muster gibt, dann vielleicht natürlich noch ein Recht des Vetos und der Abweichung gibt, aber dass dann jeder da das Rad immer wieder neu erfindet, das macht halt langsam und das ist am Ende des Tages zermürbend. Und sowas muss man dann auch sagen dürfen, ohne damit jetzt gleich den Föderalismus in Frage gestellt zu haben oder wie Berlin irgendwie Geld an jeden Imker zu verschenken. Das ist sehr viel Grau dazwischen und ich glaube, da können wir besser werden. Und der Bund muss es dann, weil er halt die größte Schlagkraft hat, die größte Sichtbarkeit hat, muss es vormachen, wissentlich, dass ich deswegen meine Kreisverwaltung mit meinem Bauantrag überhaupt nicht daran halten muss. Aber wenn es halt noch nicht mal im Prinzip im Top-Level in der Bundesliga klappt, dann ist es natürlich für eine Kreisverwaltung auch fraglich, warum wir jetzt den Weg beschreiten sollten und wo man überhaupt die Leute herkriegt, die das tun. Ich würde gerne noch mal so ein kleine Runde drehen zu dem Thema Antibiotika. Sie hatten das ja zu Beginn schon angesprochen, ist jetzt nicht so ein Riesenthema wie Finanzierung oder Datenschutz, aber trotzdem wichtig. Wenn ich es richtig weiß, sind seit 2011 11 wirksame neue Antibiotika entwickelt worden, aber wir brauchen neue. Wie würden Sie das unterstützen? Sie meinen mich. Ja, gerne, Herr Meister. Also ich glaube, wir müssen an der Stelle massiv mit Forschungsförderung reingehen. Ich habe ja in meiner Bemerkung vorhin gesagt, hier muss auf Vorrat etwas entwickelt werden und das muss irgendjemand finanzieren. Und an der Stelle kann die Antwort nicht sein, der Markt, weil wir wollen ja sozusagen wirklich auf Vorrat die neuen Wirkstoffe haben und zwar so bevorraten, dass sich nicht sofort wieder Resistenzen dagegen entwickeln. So. Also muss, glaube ich, hier die öffentliche Hand was tun und wir haben an der Stelle eine halbe Milliarde Euro auf den Tisch gelegt, um genau dies zu tun. Das heißt, wir formulieren nicht nur das Problem, sondern wir gehen es an. Das Problem ist dann nur, wenn wir die Wirkstoffe haben, diese Antibiotika, dass wir sie dann wirklich auch im Safe lassen und nicht sofort wieder aus irgendeinem Grund dann mobilisieren, sondern ich glaube, man muss dann eine gewisse Zurückhaltung üben. Und wir müssen ja sehen, wir haben ja Antibiotika nicht nur für Menschen, sondern wir setzen ja Antibiotika auch in anderen Bereichen ein. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir schon über einen einheitlichen Ansatz nachdenken. Also ich spreche hier nicht nur über Antibiotika für Menschen, sondern auch etwa für den Tierbereich. Mhm. Was sagen die anderen? Naja, ich will mal anschließen an das, was gerade gesagt worden ist. Wir müssen uns erstmal überlegen, warum sind wir eigentlich in der Situation? So ist es. Also was ist eigentlich schiefgelaufen in unserer Gesellschaft, dass wir in eine Situation zusteuern, wo wir für gewisse Krankheiten kein Reserveantibiotikum mehr haben? Und ich finde das schon extrem bedenklich. Das hat was durchaus auch mit Landwirtschaft zu tun, das hat aber auch durchaus was mit menschlicher Anwendung zu tun, also sozusagen inflationäre Gebrauch von Antibiotikum und ich glaube, da müssen wir ran, weil wenn wir da nicht rangehen, dann werden wir auch sozusagen auf der anderen Seite mit immer neuen Forschungsgeldern es nicht schaffen, damit klarzukommen. So und das heißt, wir müssen das eine tun und dann müssen wir uns überlegen, und das ist ja schon gesagt worden, das wird marktwirtschaftlich nicht darstellbar sein, sondern wir müssen auch dort sagen,
ihr kriegt sozusagen in gewisser Weise das Risiko auch mit abgenommen, aber es muss auch klar sein, dann bleibt es auch erstmal im Safe, weil man braucht am Ende auch Wirkstoffe, die man dann ziehen kann, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Mhm. Und ich bin jetzt kein Fachmann, aber wenn ich lese, wie ernst die Situation ist und wie nah wir uns auch schon befinden an gewissen, wirklich, wo es gar nicht mehr geht, dann glaube ich, muss es jetzt schnell gehen. Mhm. Ja, wenn, ich würde sagen, weniger, also kann da alles unterschreiben. Insgesamt müssen wir uns überlegen, in welchen Bereichen, an welchen Krankheiten wir eigentlich wann was überhaupt benutzen. Da ist einfach, wenn ich, das ist jetzt doof für Arzneimittelhersteller, aber man braucht das nicht immer und überall, da wo es angewandt wird. Und in der Landwirtschaft ist es schon angesprochen worden, da wird einfach viel zu viel in Anführungszeichen Medizin angewandt, weil einfach die Haltungsbedingungen so sind, dass man die Tiere krank werden. Also das ist dann wirklich eine ganzheitliche Betrachtung, aber das brauchen wir auch. Und mir geht es auch so, ich mache mir da zunehmend große Sorgen, weil das ist so ein Bereich, da wissen wir eigentlich, was los ist. Ja? Siehe, also wie viele Menschen kenne ich, die ganz ernsthaft an schwer erkrankt sind und vielleicht nach einer Knie-OP gestorben sind, weil sie sich irgendeinen dieser Krankenhauskeime, wie man die so despektierlich nennt, zugezogen haben, wo eigentlich dann am Ende nichts mehr geht. Und dass wir das so hinnehmen, das hat, also erstens Stichwort Hygiene in Krankenhäusern, was da auf einmal jetzt in der Pandemie möglich war, wo vorher eher so, wenn man da so die Zahlen mal vergleicht von Krankenhausinfektionen, beispielsweise in Holland oder bei uns, also da muss man in vielen Bereichen besser werden. Und dann natürlich die Frage, da machen wir uns nichts vor, man wird dann in Anführungszeichen auf Halde produzieren müssen. Mhm. Und das wird natürlich niemand tun, der privat investiert, weil er einfach, das wird eine staatliche Aufgabe sein. Mhm. Ja. Ich glaube, ja. An der Stelle fehlt, Herr Meister hat es ja gesagt, da wurde Geld in die Hand genommen, an der Stelle kommt jetzt dann da wirklich auch keine Kritik, das ist richtig. Ich will es fast eigentlich noch um einen Layer erweitern, wir haben das Problem ja global, ne? Und ich glaube, wir werden dann logischerweise, wie wir es jetzt bei CEPI im Positivfall gesehen haben in der Pandemie, auch wahrscheinlich globale Netzwerke fördern müssen. Also es wird eigentlich noch ein bisschen teurer, wie das, was wir es jetzt aus deutscher Sicht überlegen, da es eigentlich uns weder moralisch möglich sein wird, etwas im Kühlschrank zu belassen für uns und da nicht reinzugehen. Also wahrscheinlich wird es sogar dann da noch globale Netzwerke brauchen, um eben an die ineffektiver Forschung zu fördern. Okay, lassen Sie uns noch eine kurze Runde machen zu dem Thema Patentschutz. Das hat der Herr Wepner ja auch angesprochen. Bevor wir in die Schlussrunde gehen, vielleicht einfach mal die Reihe zurück, Herr Brandenburg, Patentschutz aufheben. Fertig. Teil des vollumfänglich, wird nicht dran gerüttelt. Bitte? Ich teile vollumfänglich, denn da wird nicht dran gerüttelt. Sagen Sie einfach nochmal Ihre Meinung, weil vielleicht haben wir welche vergessen. Patent, das ist die Basis dessen, dass geforscht wird. Wenn ich nicht oder investiert wird, wie soll ich denn mein Geld investieren, wenn es im Erfolgsfall nicht klappt? Also da gibt es überhaupt keinen Grund dran zu rütteln. Gebe die Redezeit gerne weiter. Okay. Bei mir kommt eine sowohl als auch Antwort. Oh. Ja. Also erstens mal, ich teile das, wenn man sich auf Patentschutz nicht mehr verlassen könnte, hätte das schlechte Auswirkungen auf die Frage von Investitionen in der Zukunft. Auf jeden Fall. Kein Widerspruch. Und ja, es stimmt auch, es liegt ja nicht an den Patenten, sondern teilweise jetzt, was beispielsweise jetzt die mRNA-Impfstoffe angeht, wo ja darüber diskutiert worden ist, auch daran, dass man die eben nicht mal eben so locker aus dem Ärmel schüttelt. Ich hatte übrigens zwei hessische Produktionsstätten vergessen, nämlich Merck und Evonik, was die Lipide angeht. Also da ist völlig klar, ist nicht nur eine Frage, wo man eben sagt, gebt die Patente frei und dann ist alles gut. Und jetzt kommt mein Aber. Oder? Ja, mein Aber. Ich glaube, dass sich auch die Industrie und wir übrigens auch Gedanken machen müssen, wo diese Diskussion herkommt. Wir sind in der Corona-Pandemie unfassbar auf uns selbst bezogen. Unfassbar auf uns selbst. Und mir geht das anders, weil ich habe einfach vielleicht auch ein bisschen anderen Blickwinkel. Und ich will es Ihnen sehr persönlich sagen. Meine Mutter, 82, kann sich seit 1. September ihre Drittimpfung abholen im örtlichen Impfzentrum.
alles kein Problem. Mein Vater hat keinerlei Chance, an einen Impfstoff zu kommen. Null. Der lebt im Jemen, da ist Bürgerkrieg. Der Flughafen in Sanaa ist geschlossen, der kommt da auch nicht weg. Und solange das auf dieser Welt so ist, in einer globalen Pandemie, dass die einen, Entschuldigung, den Impfstoff teilweise wegwerfen, ist ja so, ne? Alles das, was AstraZeneca in den Arztpraxen wird weggeworfen gerade, weil so. Und die anderen auch noch nicht mal den Hauch einer Chance haben, da ranzukommen, solange werden wir solche Debatten bekommen. Okay. Und deswegen haben wir aus gutem Grund eine Debatte über die Frage, wie sorgen wir eigentlich dafür, ich hatte vorhin schon Ebola angesprochen, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass am Ende sozusagen in dieser einen Welt und wo, wenn nicht bei Corona, hat man gesehen, dass wir eine Welt sind, wir dafür sorgen und zwar erstens aus Eigeninteresse, aber zweitens auch aus einer ethischen Grundüberzeugung heraus, dass wir diese eine Welt wirklich auch als eine Welt sehen. Ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Die Frage ist natürlich, was hätte da die Aufhebung des Patentschutzes geholfen? Hätte nicht, man dann auf den anderen Kontinenten produzieren können? Ne? Aber die Frage ist, wo kommt die Diskussion her? Und warum sagt selbst am Ende Joe Biden, also wie gesagt, da darf man nicht so locker drüber hinweggehen. Mhm. Herr Bartel. Das war ja gar kein Aber, sondern eigentlich hat er ja nur erklärt, woher die Debatte gekommen ist. Also ich glaube, dass Patentschutz essentiell ist. Ohne Patentschutz wird Innovation es schwierig haben in allen Bereichen. Aber die Frage, wie man am Ende gerade in Pandemiezeiten als Staat auch eingreift, das haben wir ja gesehen in Amerika. Also ich glaube, dazwischen geht was. Und die Frage, wie auch wir unsere internationale Verantwortung wahrnehmen, es ist ja wirklich wahr, wir reden jetzt über die Drittimpfung und es gibt ganz, ganz viele Gegenden in der Welt, da wären alle mal froh, wenn sie überhaupt mal die Impfung bekommen. Und das ist natürlich ein Zustand, der dazu führt, dass wir am Ende diese Debatten ja nicht wegbekommen und diese Debatten ja auch da sind, weil viele Länder dann sagen, dann interessiert mich der Patentschutz halt nicht, ich produziere es halt nach. Und das sind so Punkte, die muss man, finde ich, trennen, aber wenn wir als Staat nicht unserer Verantwortung zusammen mit der Industrie gerecht werden, dann geht es dann auch um die Frage vom Preis etc. Da ist ja nicht gleich der Patentschutz weg, aber da muss, finde ich, gerade bei solchen wirklich ganz großen Ereignissen, die wir jetzt ja auch noch nicht so oft hatten, da müssen wir vielleicht auch unser Schweinegrippe-Problem überwinden. Ich weiß noch, wie wir geschimpft worden sind, da haben wir gekauft und gekauft und gekauft, hinterher hat keiner gebraucht. Ja. Dass man irgendwas in so einem Bereich wegschmeißt, kann nicht sein, sondern wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wirklich die Menschen, die noch keine Chance haben, jetzt auch Impfstoff bekommen. Das ist unsere Aufgabe. Mhm. Im Zweifel ist es dann auch unser aller Steuergeld, was dann auch aufgewandt werden muss, um auch solchen Ländern zu helfen. Also da bin ich auch klar sortiert, nur da erwarte ich natürlich von der Industrie dann auch entgegenkommen. Herr Meister. Ja, also wir haben jetzt den ganzen Nachmittag diskutiert, welchen riesigen Aufwand wir haben, um zu Innovationen zu kommen. Und jetzt diskutieren wir über die Frage, ob wir, nachdem wir den Aufwand uns geleistet haben, den einfach so weggeben. Das passt nicht zusammen. Also ich glaube, wenn wir uns den Aufwand leisten wollen, in allen drei Bereichen, Industrie, Universitäten, Außeruniversitäre, und sagen, dafür nehmen wir Geld in die Hand, dann muss man, glaube ich, das Ergebnis auch schützen. So. Also ein ganz klares Votum, Schutz geistigen Eigentums. Zweitens, wenn wir erkennen, dass andere gerne produzieren würden oder gerne beliefert würden, dann haben wir ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir liefern kostengünstig bei uns produzierten Impfstoff dorthin, das ist eine Variante, das ist aber da nicht Aufgabe der Industrie, sondern das ist Aufgabe von Politik, wenn wir das für richtig halten. Mhm. Und wenn wir sagen, wir sollten uns den Lieferweg einsparen, dann muss man ja nicht das Patent aufgeben, sondern kann ich Lizenz kaufen. Und dann kann ich unter Lizenz sozusagen dort produzieren. Auch das ist möglich. Das heißt, ich muss um das Ziel, was formuliert wird, ja nicht das geistige Eigentum und den Schutz des geistigen Eigentums infrage stellen. Wo ich allerdings, wenn wir bei dem Thema sind, glaube, dass wir auch ein bisschen Handlungsbedarf haben, ist die Situation innerhalb der Europäischen Union. Wir leisten uns dort Schutz geistigen Eigentums immer schön innerhalb der jeweiligen nationalen Grenzen. Und wenn wir schon unseren Standort wettbewerbsfähig machen wollen, dann wäre es, glaube ich, gut, wenn wir auch dazu einer europäischen Lösung kämen, und zwar möglichst bald. Okay. Kommen wir zur Schlussrunde und ich bitte Sie nochmal um eine kurze Antwort. Die Überschrift über diesen Nachmittag war ja Schlüsselindustrie Pharma. Wie können wir die Rahmenbedingungen optimieren?
Was ist sozusagen Ihr wichtigstes Optimierungsinstrument, wenn Sie nach dem 26. September Bundestagswahl die Chance haben, mit in die Regierung zu gehen? Ich würde anfangen mit einem Thema, das wir eigentlich gar nicht hatten oder nur am Rande. Und das ist eine offene, positive Kommunikation der Politik über die Biotechnologie, die explizit auch die Gentechnik mit einbindet. Denn wir haben bei den Impfstoffen leider gesehen, dass es durchaus aus verwirrten Ecken irgendwie möglich war, den Leuten zu erklären, ihr bekommt da Genimpfzeug und alles. Und das wäre nicht möglich gewesen, hätte man nicht eine bestimmte Technologie politisch verteufelt und nicht gemerkt, dass 20 Jahre lang sich dort was geändert hat. Deswegen glaube ich, ist auch da an der Stelle der Staat ein bisschen in der Vorreiterrolle, sich offen und positiv dem gegenüber zu tun. Mhm. Perfekter Übergang, oder? Ja, perfekter Übergang, weil ich kann vielleicht an dieser Stelle, das halte ich für einen Pappkameraden, wenn ich das mal so sagen darf, weil der Patentschutz von Lantus ist schon ausgelaufen. Da können Sie sich mal erinnern, wie lange das her ist, dass das genehmigt wurde, und zwar in Hessen. Ich glaube, Joschka Fischer war der Genehmigungsminister. Können Sie mal überlegen, wie lange das her ist. Also insofern, ich glaube, es ist ein Pappkamerad. Die spannende Frage, ich glaube, es ist keine große, also wir reden ja ernsthaft miteinander. Aus meiner Sicht ist die Frage, dass man Biotechnologie nutzt, dass man sogenannte rote Gentechnik nutzt, das ist unumstritten. Spannende Frage ist halt nur immer, dass man immer, deswegen habe ich ja gesagt, die Prüfschritte müssen alle da sein, dass wir uns natürlich auch immer Gedanken machen über die Frage, wie sorgen wir dafür, dass es auch auf entsprechendes Vertrauen stößt. Ich glaube, das ist die wichtige Frage. Aber zum Punkt, was ich sagen würde, ich finde insgesamt, dass wir uns Gedanken machen müssen, und das ist dann vielleicht meine Retourkutsche, wenn ich es mal so freundlich sagen darf. Ja. Du kannst nicht auf der einen Seite ständig Neues vom Staat verlangen und gleichzeitig sagen, dass er aber eigentlich sich aus allem raushalten soll. Das ist ein Widerspruch in sich. Und ich habe natürlich ist mir völlig bewusst, ich bin ein großer sozusagen Anhänger von marktwirtschaftlichen Prinzipien, aber ich weiß natürlich auch aus, gerade weil ich die marktwirtschaftlichen Prinzipien kenne, dass der Markt alleine nicht alles regelt. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir eine Verständigung darüber, an welchen Stellen wir aktiv werden, an welchen Stellen wir investieren als Staat und sagen, aus welchen Bereichen wir uns raushalten. Und wenn wir das Ziel haben, wirklich die 3,5% Forschungsanteil am BIP zu bekommen, dann müssen alle mitmachen, ja, sozusagen der Staat und die Privaten. Mhm. Ja, ich habe das ja jetzt auch schon oft genug gesagt. Es geht um das, was wir als Staat leisten müssen. Und das ist auf der einen Seite das ganze Thema Forschungsförderung, aber auch die Strukturen von Forschungsförderung. Die ganze Frage, wie wir auch mit sowas wie die KfW und Investitionen umgehen, wie wir da auch Rahmenbedingungen richtig machen. Und ich glaube, wir müssen uns um die Köpfe kümmern. Wir müssen uns um unsere Ausbildung kümmern. Wir müssen uns um die Fachkräfte der Zukunft kümmern. Da haben wir heute nicht groß drüber geredet. Es sind ja nicht immer nur die absoluten Top-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um die es geht, sondern es geht ja auch um diejenigen, die dann hinterher als Fachkräfte in den Pharmaunternehmen arbeiten. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue und wenn ich mir die Situation noch anschaue, auch die Konkurrenz mit anderen Bereichen unseres Wirtschaftslebens. Ich glaube, da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Da geht auch nicht alleine, es geht auch nur zusammen mit der Wirtschaft, wenn ich mal sowas wie Berufsbilder und andere Themen anspreche. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir wirklich auch schneller werden müssen. Und dazu gehört natürlich auch, Genehmigungsprozesse sind angesprochen worden, dass wir auch unsere Verwaltung wirklich in die Lage versetzen, vernünftig mitzuspielen. Weil ich finde auch, Bürokratie ist nicht per se was Negatives, aber Bürokratie muss sozusagen auch auf der Höhe der Zeit sein. Mhm. Herr Meister. Also ich habe ja eingangs gesagt, wir sind gut, aber wir sollten besser werden. Und ich habe eingangs zwei Punkte genannt. Ich glaube, Europäisierung ist ganz wichtig. Das müssen wir dringend vorantreiben, und wir haben ja im Laufe der Diskussion verschiedene Punkte, wo wir Europäisierung brauchen, angesprochen. Zweitens, die Translation muss schneller werden. Auch da haben wir konkrete Punkte im Laufe der Diskussion benannt, wo wir schneller werden können als Standort Deutschland. Und ich glaube, wenn wir uns auf den Weg begeben, dann haben wir die Chance, dass wir in Zukunft wieder das sind, was der Herr Al-Wazir heute gerne verkündet hätte. Dass nämlich Hessen die Apotheke der Welt ist. Gut. Das waren wir mal, ne? Genau, wir waren mal die Apotheke der Welt. Und das also insofern. Wollen wir auch wieder
werden. Ja. So habe ich das jetzt verstanden. Und die wichtigste Botschaft, die ich immer wieder rausgehört habe, war, es braucht eben tatsächlich auch den Zusammengang zwischen Industrie und Politik und das eben auf Augenhöhe und im gegenseitigen Miteinander. Dankeschön für diese wirklich konsistente und auch durchaus lebendige Diskussion. Ich wünsche Ihnen für die letzte Strecke des Wahlkampfs noch gutes Gelingen und bin selber auch gespannt, wie es ausgeht. Vielen Dank hier im Raum für Ihre Aufmerksamkeit, aber auch an den Bildschirmen. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Debattentour 7. Station am Montag in Ludwigshafen. Bis dahin, schönes Wochenende. Wir alle nochmal. Foto, Foto, Foto.